Demo. Leider kann ich nicht speichern bei dieser Demo, deswegen nochmal eine neue Folge. Es war die zweite Let's Play von FIFA 14 UT. Aber wir werden nicht großartig heute was machen. Wir gucken nochmal ein bisschen rein. Bei dem Ultimate Team. It's in the game. Ja, die Demo kackt bei mir manchmal ein bisschen ab. Überspringen, Start oder Leertaste. Ey, kommt. Wenigstens hier nicht. Weil mein Minecraft ist von mir ganz in Minecraft abgekackt. Heute hoffentlich geht's besser. Hoffentlich. Ich kann es euch nicht versprechen, aber ich hoffe es, dass jetzt hier wenigstens besser wird. Kann ja bloß besser werden. Ja, das interessiert mich auch nicht. Ich spiele ja nicht für euch. Für euch spiele ich nicht. Dann werde ich mal wieder direkt in Dortmund. Ja, interessiert mich alles ja auch nicht. So, hier sehen wir nochmal das Menü. Manchmal das Menü. Ihr könnt ein Pack Opening? Lol. Oh mein Gott. Ach nee, ach stimmt, der war letztes Mal auch so. Mein Team. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Ach ja, okay. Das war ja das. Nochmal. Zack. Zack, zack, zack. Ja, interessiert mich nicht. Habe ich schon alle gemacht. So, da kann ich ja rausgehen. Will nicht spielen. Ja, gut. Das ist jetzt also mein... Ach, geil. Das ist mein Team. Gut, das ist jetzt meine Mannschaft. Dies ist deine vorläufige Mannschaft für die FIFA 14 Ultimate Team Demo. Nachdem du ein Spiel bestritten hast, erhältst du mehr Spieler zur Verbesserung deines Kaders. Aha. Na gut, okay. Kann man jetzt hier auch rausgehen? Ach, jetzt sind wir okay. Guck mal, ich kann jetzt irgendwas machen hier schon. Hallo, geht das weg? Ach, ah, geil, das ist jetzt hier bloß zum Angucken. Kann ich bloß meine Mannschaften angucken. Und so, ja. Ich kann schlecht aus mit Uzi mit Team. Ini ist da, warum ist denn der nicht drinne? Wir gleich mal rein. Liegt aber auch nicht. Wo noch ein bisschen nicht mittig. Habe ich da unten alles. Nee, das ist genauso richtig wie die Dude. 95, naja. Vielleicht noch ein Verteidiger, der aus Frankreich kommt. So ist ein ZM. Der Zabaleta. Ist denn der eigentlich drin? Und sonst ist rechter ist mir jetzt egal, wegen den abgefuckten Chemie. Hat den Musik drin holen. Machen wir das so, oder? Sieht doch besser aus. Sieht doch besser aus als vorher. Warte mal, ich komme mal ein bisschen ran für euch. So, sieht jetzt besser aus? Gut. Ja. Heute ultra besser. So, sieht jetzt besser aus? Ja, gut. Ja. Das spielen werde ich heute nicht, nein. Ach ja, stimmt, der hieß ja so. Hier brauche ich ja nicht mehr mir diese Karten holen dafür.
Das ist mir zu viel. 4-1-4-1. Nee. 4-2-2. 4-4-2 will ich wieder. 4-3-3? Tat ich bei FIFA 13 auch einmal. 4-3-3 hatte ich einmal. Genau, bei meiner Bulli-Silbermannschaft. Ich hatte eine Bundesliga-Silbermannschaft und Goldmannschaft. Da hatte ich das auch drin. Das kenne ich wiederum nicht. 4-4-1-1. Muss ich erstmal gespielt haben, damit ich. Ach doch, das kenne ich. Das, genau, jetzt ist das ja mit dem linken und rechten Mittelfeld. Stimmt ja, jetzt ist das ja so mit diesem linken und rechten Mittelfeld. Wie ist das? Naja, das ist auch nicht gerade das Beste. Ach ja, das ist das 4-4-2-System. Ja, gut. Kann man eigentlich benutzen, ja. Sogar haben wir das mal wieder. Hatten wir das nicht die ganze Zeit drin? Dann sollten wir doch eigentlich auch schon drin. Okay. Nee, den müssen wir aber. Den. Zack. Passt so nicht so. Ah ja. Na gut, hätten wir doch Team zusammen. Gregory Mann, der will. Der spielt bei PSG jetzt? What? What the fuck, muss ich. Ah, nee, dann lass mal. Scheiße, das ist voll kacke. Was mach ich denn das? Ah, dann haben die Mäßen, guck mal. Ah, die sind ja trotzdem denn. Ach, die sind ja denn trotzdem. Ist ja cool. Vielleicht noch einen zweiten Torwart. So, die hatten ja vorhin gesagt, da. Dass ich, wenn ich ein paar Spiele spiele, kriege ich noch Spieler dazu. Also zum Beispiel Reservespieler oder sowas, war. Schimpf für hier unten, diese Reservespieler. Chemis. Ah, das ist diese Chemie-Style. Chemie-Style sind neu bei Foodwurzen, okay, ja. Chemie-Style, ja, sind mit der Chemiewertung des Spielers verknüpft. Chemie-Style verbessern die bestimmten Attribute deines Spielers. Geringe Verbesserung, mittlere Verbesserung, maximale Verbesserung. Aha. Je höher der Chemiewert eines Spielers ausfällt, desto effektiver wirken Chemie-Style. Weiter. Alle Spieler beginnen mit dem grundlegenden Chemie-Style. Gut. Dann sagen wir mal ciao und bis zum nächsten Mal beim FIFA 14 Ultimate Team. Ah ne, erstmal kommt mein FIFA 13 Ultimate Team, geht wieder weiter beim nächsten Mal. Ungefähr nächste Woche, Donnerstag, kommt mein nächstes FIFA 13 Let's Play raus. Viel Spaß mit euch. Tschüss.